Stars? Klar, da gibt es eine ganze Reihe. Aber eigentlich kennt man nur diese drei. Mia Hamm aus den USA. Je zweimal Weltmeisterin, Olympiasiegerin und Weltfußballerin des Jahres. Die spielt aber nicht mehr. Birgit Prinz aus Deutschland. Zweimal Weltfußballerin, zweimal Weltmeisterin, fünfmal Europameisterin. Und natürlich die beste Fußballerin der Welt. Brasiliens Marta. Weltfußballerin der letzten 5 Jahre. Zeit, dass wir mal ein paar andere kennenlernen. Hier ist unsere Kickoff-Elf für die WM. Im Tor unsere Nummer 1, Nadine Angerer. Die beste Torfrau der Welt, spielt zurzeit in Frankfurt. Wurde 2007 Weltmeisterin, ohne sich ein einziges Tor einzufangen. Hat sowieso alles gewonnen, was man gewinnen kann. Meisterschaften, Pokal, UEFA Cup. Und freut sich jetzt auf die WM im eigenen Land. Volle Stadien, gute Spiele und zu jedem Spiel eine schöne Party. In der Abwehr Number 2, Christy Rampone, USA. Die Frau mit den meisten Länderspielen. 233. Die einzige im amerikanischen Team, die schon 99 Weltmeisterin wurde. Die Stärke unseres Teams, wir sind athletisch, stark und schnell. Und weil sie auch noch zwei Töchter hat, ernannte man sie 2010 zur Most Respected Mom in Sports. Schöner Titel. Aber wer ist eigentlich der am meisten respektierte Papi? Nummer 3 in der Kickoff-Elf, Ailey Riley aus Neuseeland. Rookie of the Year der amerikanischen Profiliga. I am so excited. Bester Neuling des Jahres. Exciting. Sie kann linke oder rechte Außenverteidigerin spielen. Mit der Nummer 4, Sarah Tunebro, schwedische Außenverteidigerin. Markenzeichen, die Frau mit dem weißen Stirnband. Auch Sarah Tunebro kann linke und rechte Außenverteidigerin spielen. Und auch im Mittelfeld und im Sturm. Also fast alles. Glaubt an Frauenfußball. Es wird größer und größer. Wir werden immer besser. Spielen guten Fußball. Bei uns die Nummer 5. Kosui Ando aus Japan, offensive Mittelfeldspielerin. 2010 wechselte sie von einem der besten japanischen Teams zu einem der besten deutschen Teams, nach Duisburg. Stammspielerin der japanischen Nationalmannschaft, der Nadeshiko, zurzeit auf Platz 4 der Weltrangliste. Japan hat eine Gruppe ganz guter Taktiker. Die Nummer 6, Fatmire Lira Bayramay, deutsche Mittelfeldspielerin kosovo-albanischer Herkunft. Weltmeisterin 2007 mit der deutschen Nationalmannschaft. Was sie erwartet, natürlich halt so wie so ein Sommermärchen wie bei den Männern. Unsere Nummer 7, Yoreli Rincon aus Kolumbien. Erst 17 Jahre alt und im Mittelfeld schon ein Star. Ist zum ersten Mal bei einer Frauenfußball-WM dabei. Nummer 8, Caroline Seger, offensives Mittelfeld, Spielführerin der schwedischen Nationalmannschaft. Obwohl Frauenfußball in Schweden großgeschrieben wird, hat es für ihr Nationalteam bislang nur zu einem Titel gereicht: Europameister 84. Die WM also die nächste Chance. Wir wollen Erster werden, ist doch klar. Of course. Nummer 9. US-Stürmerin Abby Wambach, die unumstrittene Führungsfigur des Teams. Athletisch, zweikampfstark, torgefährlich. 117 Treffer in 153 Länderspielen. Die USA sind Weltranglisten-Erster und ein Top-Favorit. Mit Abby. Die 10. Genoveva Anyonma. Sie gilt als eine der besten Stürmerinnen Afrikas. Schnell, trickreich und torgefährlich. 2008 schoss sie mit 19 Jahren Äquatorialguinea zum Gewinn des Afrika-Cups. Seit 2009 spielt sie in Deutschland für Jena. In Äquatorialguinea sind alle sehr glücklich darüber, dass die Nationalmannschaft bei der WM dabei ist. Die 11, Alexandra Popp. Poppy ist der Shootingstar der deutschen Nationalmannschaft. Erst 19 Jahre alt, bald 20. Spielt in Duisburg. Bei der U20-WM im vergangenen Jahr Weltmeisterin, beste Torschützin, beste Spielerin. Kickt wie fast alle aus unserer Elf seit frühester Kindheit. Kann ich mich noch dran erinnern, mein erstes Tor, habe ich mich so gefreut, war ein Eigentor. Mit diesen 11 Frauen kann nichts mehr schiefgehen. Merken Sie sich diese Namen.
Im Sommer sehen wir sie wieder.